Ja, bei mir ist Lisa Heinreich. Lisa, du bist jetzt gleich im Viertelfinale. Und ja, Juliane Schenk nicht da. Große Chance, ins Halbfinale zu kommen. Wie fühlst du dich unmittelbar vor dem Viertelfinale? Ja, also jetzt gerade fühle ich mich eigentlich ganz gut. Jetzt, wie gesagt, wenn Juliane nicht da ist, möchte ich natürlich auch die Chance nutzen. Ich meine, für Juliane ist natürlich schade. Ich denke, sie wäre auf jeden Fall wie immer der große Favorit gewesen. Aber jetzt habe ich natürlich auch mal die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Und das schauen wir auf dein Spiel. Du musst jetzt die amtierende U15 deutsche Meisterin schlagen. Das sollte machbar sein, oder? Das hoffe ich doch. Ja. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Dann wünschen wir dir viel Glück dabei. Ja, Dankeschön.